Einen wunderschönen guten Abend aus dem Lipperland und willkommen zur dritten Folge von unserem Aufbau unseres Angelbootes. Ich nehme euch jetzt gleich wieder mit. Wir haben drei Themenblöcke vorbereitet, was ich euch ein bisschen näher bringen will. Einmal die Aufbauten der Stühle, sowohl wie wir die Base fixieren, als auch was wir für Stühle genommen haben. Dann das zweite Thema ist die Klappen, wie wir sie umgesetzt haben und wie wir den Teppich quasi mit der Klappe dann verbunden haben, als auch wie wir das Scharnier befestigt haben. Und der dritte Themenblock ist die Fragen aus den Social Media Kanälen, die wir in den letzten Tagen erhalten haben zu unserer zweiten Folge. Wenn euch das Ganze interessiert, bleibt gerne dran. Ich nehme euch mit. Bis gleich. So, ich bin am Bug angekommen. Fangen wir mit dem ersten Thema an, den Stühlen. Und zwar haben wir uns entschieden für Springfield Stühle, Klapper, Kunstleder, abwaschbar. Ich filme jetzt einfach einmal kurz ab. Habt da mal so einen groben Blick, das ist einer, steht auf dem Kopf. Aufnahme für die Grundplatte. Und das ist ein Stuhl, wie er in der Grundplatte Springfield nennt, das Ding Base unten steckt. Bedeutet automatisch, man muss die Base natürlich unten in der Grundplatte auch verankern. Jetzt kommen wir zu zwei, drei Themen, die ich einfach mal ansprechen will. Wenn ihr diese Base auf den Siebdruckplatten installiert, ist klar, dass ihr natürlich unten, ich zeige das hier einmal, diese 10 cm braucht, damit die Base dann auch nach unten hindurch rutschen kann und fixiert werden kann. Sonst geht euch gleich die Siebdruckplatte hoch. Und das andere ist, wenn ihr die Base installiert habt, werdet ihr merken, wenn ihr nur in der Siebdruckplatte seid, dann habt ihr eine relativ große Unstabilität im Schaft schon selber. Das heißt, wenn ihr euch auf einem Sitz bewegt, bewegt sich unten die Base und die Siebdruckplatte ist nicht ganz stabil. Ich zeige es euch mal jetzt vorne, wie wir es dann gelöst haben. Und zwar haben wir in der Alu-Konstruktion zwischen zwei Parallelstreben einfach nochmal eine Kreuzstrebe gemacht, zwei Stück, und haben dann die Base, die wir verschraubt haben, so, hier liegt ein bisschen Holzspäne vom Schloss einbohren. Hier habt ihr jetzt vier Schrauben und darunter liegt jeweils ein Alu-Profil, wo wir quasi dann die Base drin verschraubt haben. Bedeutet automatisch dann, jetzt ist die Base komplett mit dem Gerippe verbunden und da kippelt halt nichts hin und her. Je nachdem wie dick eure Siebdruckplatten habt ihr natürlich wahrscheinlich auch nicht so einen großen Kippeffekt, aber wir haben jetzt 18er Siebdruckplatten vorne auf dem Deck und im Boden glaube ich eine 15er hinten. Da kippelt es auf jeden Fall noch relativ doll. Ich komme jetzt immer wieder zurück zu dem Thema. Was den Sitz betrifft, die Stühle kosten so um die, ich habe es gar nicht mehr ganz im Kopf, ich glaube 250, 270 Euro mit Stuhl. Die Base kommt natürlich extra dazu, die ist auch nicht ganz so teuer, die liegt über 35 oder 39. Was ihr gucken müsst, wenn ihr das Boot fertig habt oder dabei seid, eins zu bauen. Wir haben nämlich das Problem da hinten gehabt. Ich drehe euch jetzt nochmal gerade um. Da unten ist die Base an einer Seite hinten abgeflacht, weil wenn ihr die Löcher bohrt und dann den Teppich und alles setzt, will man den Stuhl natürlich so weit möglich nach außen haben und dann bietet es sich vielleicht an, hinten eine von den abgeflachten Bases zu nehmen, die dann ein bisschen kleiner sind, sodass ihr dann hinten ein bisschen mehr Platz habt, um vernünftig den Stuhl zu platzieren, in der Mitte dann entsprechend auch noch ein paar Zentimeter gewonnen habt. Das soll es zu den Stühlen gewesen sein. Der Schaft am Stuhl wird ganz normal verschraubt, seht ihr hier vier Schrauben, hier ist einer noch nicht ganz drin. Höhenverstellbar, drehbar, das Übliche. Die von Springfield, die Stühle sind glaube ich ganz, ganz gut und auch ganz beliebt, von daher haben wir uns da einfach jetzt darauf eingeschossen und haben da drei Stück von geholt. Passt mit dem Grau auch ganz gut zu dem Teppich jetzt. Von daher hätten wir das Thema Stühle schon mal abgehakt. Nehmen wir das zweite Thema Klappen.
Und zwar, die Klappen sind wie folgt aufgebaut. Wir haben die Klappen aus den Platten ausgesägt. Jetzt kriege ich eine nicht auf, so. Und haben bei der Konstruktion der Aluprofile natürlich daran gedacht, dass wir ungefähr dann auch die Größe der Klappen schon einkalkuliert haben, um einigermaßen Aufschlageflächen zu haben, damit die Klappe nicht durchsackt, wenn man draufsteht, haben wir an diesen Stellen größere Winkel genommen. Das fällt jetzt vielleicht wahrscheinlich nicht so groß auf zu den anderen, aber da habt ihr links und rechts und auch hier vorne quasi größere Winkel, wo dann, wenn ich jetzt die Klappe wieder zuklappe, reinfällt. Man hat die vier große Auflagepunkte und so eine Siebdruckplatte ist ja recht stabil, was man dann bedenkenlos dann rübergehen kann. Zu der Befestigung auf der anderen Seite haben wir uns für Klavierklappscharniere entschieden. Die sind aus Edelstahl und haben, ich glaube, sind 40 mm mal 15 mm dick. Klappen geräuschlos, passt exakt mit dem Teppich hinten. Hatten wir uns dann schon so von den Toleranzen her angepasst, dass es vernünftig zusammenpasst. Klappt quasi zusammen. Da wir jetzt hier noch kein Schloss drin haben, muss ich hier mal ein bisschen proben. Ich gehe nochmal nach vorne, da könnt ihr vielleicht ein bisschen besser sehen. Hier haben wir jetzt gestern das Schloss schon eingebaut. Da sind halt Haken hinten und da werden nochmal so ein paar Streben reingesetzt, wo, wenn das Schloss hakt, dass es dann auch vernünftig zuklackt. Das sind die Klappen. Haben wir überall. In der Mitte haben wir eine große Klappe, die dann hier entsprechend so nach vorne klappt. Die natürlich relativ schwer ist und die wir dann mit zwei Gasdruckdämpfern ausstatten werden, dass wir dann ein einigermaßen komfortables Auf- und Zuklappen haben. Die weiteren Klappen vorne hatten wir gerade schon rechts eine, links eine. Die beiden äußeren Bänke hier und die beiden da hinten haben auch jeweils zwei Klappen geteilt trennbar, machen auch Schlösser rein. Ist eigentlich eine Sitzbank dann noch. Gleichzeitig kann man sich auch schön draufknien, wenn man einen Fisch am Boot hat, dass man dann einfach ein Knie drauflegt und dann einen langen Arm nach draußen hat, wenn man nicht unbedingt jedes Mal einen Kescher haben will oder einfach mal Was? außer Bords abhaken will. Was? Wenn wir Warten. ja. So, Tobis Papa kommt jetzt gerade, erzählt hier gerade nur einen. Ich mache gerade einfach schon mal weiter. Wenn er ein paar Nebengeräusche hört, einfach nicht stören lassen. Wir haben dann hinten noch zwei Klappen. Eine ist die Tankklappe. Und hinten werden wir so irgendwie so eine Versorgungsklappe haben, wo wir dann automatisch ein paar Utensilien drin haben, um dann mal kurz zu gucken, was hinten die Bilgepumpe macht, ob Wasser drin steht, was auch immer. Nee, ich mache ein YouTube-Video gerade. Von dem, was du jetzt hier gemacht hast. Genau, was wir gestern die letzten Tage so gemacht haben. Das war das Thema Klappen. Jetzt haben wir die nächsten Sachen gehabt, dass ihr uns ein paar Fragen gestellt hattet und jetzt fangen wir einfach mal an mit der Frage von Faruk hatte, glaube ich, das letzte Video in der Folge 2 kommentiert, ob wir einen Tipp haben, wo man sich die Aluprofile besorgen kann. Also, wir würden jetzt nicht einfach einen Tipp raushauen, wo wir haben sie auch besorgt, wir haben sie im Internet besorgt, weil wir relativ viel davon brauchten. Ich kann euch mal das Profil des Profils aufzeigen. Und zwar ist das ein ganz normales Bosch Rexroth Profil. Entweder ist es Typ 6 oder 8. Es hängt damit zusammen, wie das Querprofil ist. Also wir haben jetzt hier nochmal vier Löcher zusätzlich. Manchmal ist das hier auch zu oder größere Löcher oder ovale Löcher. War jetzt aber für uns nicht so entscheidend. Wie gesagt, das ist ein 40 mal 40 mm Profil. Wo ihr darauf achten müsst, dass es von vier Seiten auch mit Schrauben belegbar sein kann. Sonst habt ihr irgendwo ein Problem, wenn dann eine Seite, müsst ihr immer ein bisschen bedenken, wenn er dann ein Profil nimmt, was er nur ja, von zwei Seiten beschrauben könnt. Die gibt es natürlich auch noch in 20x20 oder teilweise auch 20x40.
Müsst ihr mal gucken, was ihr für eine Belastung auf dem Boot habt, was ihr damit machen wollt. Reicht teilweise dann eventuell natürlich auch eine 2020, ist natürlich auch mal Gewicht, ist zwar Alu, aber trotzdem. Dann hatten wir noch die Frage zu dem Teppich. Zum Teppich, das ist ein ganz normaler Standard-Marine-Bootsteppich. Da gibt es natürlich jetzt nicht ganz so viele Anbieter. Wir haben das am Edersee gekauft, und zwar bei Edercraft. Der Dimitri Schill, der hat einen Online-Shop und baut auch selber Boote um. Und da könnt ihr euch den Teppich auch auf der Homepage angucken. Liegt irgendwie bei 29 oder 35 Euro der Quadratmeter. Ist ein Marineteppich, weil er keine Haken nimmt. Relativ langlebig. Und dazu haben wir auch bei ihm den Kleber gekauft. Das hatte Faruk auch gefragt. Da ging es um, welcher Kleber es sein sollte. Wir haben uns da auf Dimitri verlassen, und zwar hatte der einen Jowatt-Kleber Typ 445. Könnt ihr aber auch auf der Homepage einfach mal nachschauen bei ihm. Bietet er zusammen mit dem Kleber an. Hat super funktioniert. Riecht natürlich wie die Hölle, solltet ihr auf jeden Fall alles draußen machen. Wenn der allerdings dann eine Nacht durchgetrocknet ist, kann man die Siebdruckplatte und den Kleber mit Teppich fast nicht mehr auseinanderkriegen. Von daher, da habt ihr überhaupt kein Problem. Was noch interessant ist, ist natürlich, wenn ihr eine Siebdruckplatte mit Teppich bekleben wollt. Bevor wir den Teppich draufgeklebt haben, haben wir alle, ich nenne es mal Sägenähte, wo wir gesägt haben, alle Kanten, nochmal mit einer Lasur bestrichen. Das ist ein braunes, zähflüssiges Zeug. Da haben wir einen Feuchtigkeitsschutz, dass von der Seite zumindest keine Feuchtigkeit eindringt, wenn es dann auch mal regnet. Das heißt, alle Dinge, auch Schraubenlöcher, wo wir gebohrt haben, sind alle nochmal mit dieser braunen Lasur, zähflüssigen Lasur ausgestattet, dass wir da keine Wasserverluste irgendwann dann bekommen oder dass die Siebdruckplatte irgendwann dann aufquillt. Das war das Thema Teppich, hatten wir. Wir hatten das Thema Stühle, Klappen. Dann hatten wir noch von Tino von Facebook, glaube ich, die Frage. Da ging es um die Befestigung, wo wir angesetzt haben, wie man so ein Gestell aufbaut. Und zwar, ich nehme mich ja wieder mal mit nach vorne. Jetzt filme ich einmal kurz hier vorne in unseren Startbereich rein. Wenn ihr sehen könnt, direkt am Boot ist hier ein Alu-Profil installiert. Das ist hier oben am Boot verschweißt. Dieses Profil beinhaltet normalerweise ein kleines Gestell, was serienmäßig bei dem Smartliner am Boot dabei war, wo ein Netz drin liegt, wo man so Seile und sowas reinpacken kann. Das haben wir abgebaut. Ihr seht da noch die Schrauben, wo es drin war. Und haben dann da ein eigenes Profil reingesetzt, ein L-Profil, und haben das quasi exakt ausgerichtet. Wenn ihr euch jetzt ein Boot anguckt, das Boot steht jetzt ein bisschen schief, darum ist es nicht ganz sichtbar, aber ihr müsst euch quasi einen Fixpunkt suchen. Wir haben es so gemacht, da hinten die Bilgepumpe ist und die Vertiefung dafür, muss das Wasser natürlich, egal was hier bei euch auf dem Boot passiert, immer nach hinten laufen. Darum haben wir schon von vornherein gesagt, okay, dann werden wir auch vorne minimal höher werden als hinten. Also haben wir uns hier die Fixpunkte gesucht und haben das uns hier an den Seiten eingezeichnet, was wir wie montieren möchten. Wir haben es dann weiter hinten nach hinten verfolgt und haben es einfach komplett ausgemessen und haben überall hinten bis hinten hin an der Bordwand mit Edding eingezeichnet, wo welche Höhen einzubauen sind. Da haben wir vorne einfach angefangen und haben dieses immer als Referenzhöhe, als Basis genommen und konnten dann immer, so ein Alu-Profil ist in der Regel ziemlich toleranzarm. Das bedeutet, das Ding ist schon gerade. Das heißt, wenn ihr hier vorne einen rechten Winkel habt und das weiter nach hinten verlängert, ist das dann auch so. Was euch dann natürlich auffallen wird, so ist es zumindest bei uns passiert, wir sind dann weiter nach hinten gegangen, als dann das Gestell immer weiter fortgebaut wurde, dass irgendwann doch kleine Toleranzen hier drin waren. Das lag aber nicht an dem Gestell, dass die Alustreben und die Profile schief waren. Das lag eher daran, dass das Boot in sich nicht hundertprozentig gerade verschweißt wurde. Aber das ist dann vom Boot zu Boot wahrscheinlich verschieden. Das ist jetzt auch keine Riesentoleranzen. Wenn du bei so einem 4,50 Meter oder 5 Meter Boot dann eine Toleranz irgendwie von den Schweißnähten, was du so siehst, so mit Zentimeter, im Zentimeterbereich hast, ist das wohl ganz in Ordnung. Aber siehst trotzdem, dass es dann nicht hundertprozentig exakt ist. So haben wir es gemacht. Also
Ich komme jetzt einmal zurück ins Bild. Wir haben uns die Fixpunkte gesucht und haben da dann die Alu-Konstruktion draufgebaut. Das waren erstmal so die letzten Updates. Wir werden jetzt, gestern wurde einmal von Christian und Tobi und ich kam auch noch dazu, die erste Schlossklappe hier eingebaut. Das werden wir jetzt in die anderen Klappen auch noch machen. Dann kommen die Gasdämpfer, den Tank haben wir bestellt. Wir haben noch ein fehlendes Scharnier bestellt, weil wir doch ein bisschen knapp kalkuliert hatten. Und dann geht es eigentlich zum fast spannendsten Thema aktuell. Ich weiß, dass ich filme schon einmal gerade hier hin. Jetzt kommt da eine Schublade rein. Die Schublade ist, ihr seht die Streben da nochmal, hatte ich auch im Video 2 schon mal angekündigt und auch schon ein paar Bilder gezeigt, ist dann zum Rausfahren. Wir haben es natürlich auch so dann austariert, dass der Stuhl, der jetzt mit der Base der fixiert ist, dass die Schublade so einen Zentimeter an dem Stuhlbein vorbeigeht, sodass, wenn der Stuhl draußen ist, trotzdem die Schublade aufgeht. Also immer so ein paar Kleinigkeiten denken, was dann zu tun ist. Wie gesagt, wir bauen jetzt schon Ende Spätsommer, Anfang Herbst 2018 haben wir das Boot geholt und die Schale. So lange doktern wir jetzt quasi daran schon rum. Es ist nervig, wenn du so eine Schale hast und eigentlich schon angeln willst und es nicht ganz richtig funktioniert, weil das Boot noch nicht fertig ist. Aber wir haben auch gedacht, wenn wir so einmal so ein Boot aufbauen, dann machen wir es vernünftig. Das Boot, ich will nicht sagen, ist perfekt, aber nahezu perfekt für uns. Wir haben jetzt also alles eingebaut, wie wir es wollten. Es hält alles. Es ist alles super stabil. Das ist echt ein schickes Ding geworden. Von daher, das sind die nächsten Themen, die wir hier angreifen wollen. Wenn ihr wieder Fragen habt, stellt sie gerne über Facebook, die üblichen Social Media Kanäle, gerne auch im YouTube Video selber, einfach einen Kommentar unterschreiben, das Video liken und lasst uns gerne auch ein Abo da, wenn euch die kleine Serie, die wir jetzt angefangen haben zu starten, gefallen hat. Wenn ihr euch für andere Videos interessiert, wir haben natürlich auch unsere Hauptvideos zwischen Zander, Barsch und Angeln, Zander, Barsch, Hecht aufgeteilt, sodass ihr auf unserem Kanal auch noch einige andere Videos finden werdet, wenn wir denn Fische gefangen haben. Schaut euch mal die Angelvideos an, sind ein paar über Zander, Hecht und Barsch und auch Meeresangeln in Norwegen. Ist ganz lustig. Von daher, macht's gut. Wir freuen uns auf viele Fragen und bis Folge 4. Macht's gut.